Einen wunderschönen guten Morgen hier im Magdeburger Zoo. Kann man mich einigermaßen verstehen? Sehr gut. Wenn nicht einfach mit stumpfen Gegenständen werfen, dann werde ich schon relativ schnell was ändern. Schön, dass ihr alle hier so zahlreich erschienen sind. Wir sind ein Team der Eventfalknerei. Mobil mit unseren Tieren unterwegs, kann man uns buchen. Der Zoo bucht uns jedes Jahr regelmäßig, um mit unseren Tieren hier zu Gast zu sein. Auch privat kommen wir zum Einsatz, dann sind es meistens Schulen oder Kindergärten oder ganz privat bei der Hochzeit. Ja, da müssen wir die Ringe einfliegen, nicht wahr? Die hängen am Vogel dran, zack, bumm, vor den Altar. Nach einer halben Stunde sind die zwei verheiratet. Jetzt schaue ich hier in so viele glückliche Gesichter. Wir haben jetzt im Spätherbst eine Aktion, da können wir die Dinger auch zur Scheidung wieder abholen. Hat jemand Bedarf von Ihnen? Nein? Sie da hinten, okay. Ich habe mir Ihr Gesicht gemerkt. Ich mache das Ganze nicht alleine. Mit der Maisie Janine. Schaut mal, da steht sie, winkt ganz fröhlich, freut sich, wenn irgendeiner zurückwinkt. Okay, ein aufmerksames Publikum, sehr spontan. Ich selber, ich bin der Thomas, werde euch die nächsten knapp 2,5 Stunden durchs Programm führen. Wir haben eine Menge vor. Was? Hattet ihr noch was vor? Ruft doch zu Hause an, es dauert ein bisschen länger. Ja, das schafft er nicht. 20 Minuten fallen wir an, 25 schaffen wir immer. Nach einer halben Stunde könnt ihr selbstständig aufstehen und gehen. Ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Wir sind danach auch aktiv und suchen unsere Vögel. Also, vielleicht trifft man sich ja irgendwo. Das muss nicht gleich bei dem ersten Vogel passieren, deswegen kommt der zu Fuß mit dazu. Und zwar ist das einer unserer Jungtiere. Was? Jungvogel? So ein Riesenvieh? Ja, 6 Monate ist das Tierchen alt. Und zwar handelt es hierbei um unsere Manni. Jetzt geht das große Rätselraten los, um was für ein Tier sich das hier wohl handeln mag. Ein Vogel, ja, sehr gut. Eine Eule, nicht irgendeine Eule, sondern die größte europäische Eule, die wir kennen. Und die nennt sich Uhu. So ein Vogel hat viele Besonderheiten, um im Dunkeln perfekt an die Verhältnisse angepasst zu sein. Und deswegen wollen wir uns da mal so ein bisschen mit beschäftigen. Die großen Augen fallen auf, der kann sich prima im Dunkeln gucken. Serienmäßig eingebaut ist die Tatsache, dass sie lautlos fliegen können und ihren Kopf um 270 Grad drehen. Meine Frage jetzt ans Publikum, ist jemand gut versichert und möchte uns das mal vormachen mit dem Kopf drehen? Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass Ihr Partner Ihnen dabei helfen möchte, den Kopf so weit zu drehen, suchen Sie das Gespräch aus eigenem Interesse. 6 Monate ist der Vogel alt, deswegen erwartet keine großen Flugleistungen von dem Tier. Denn der ist auch am Tage recht träge. Das mit dem Gefieder, da brauchen wir jetzt mal einen unabhängigen Sachverständigen. Schau mal, das Mädel hier vorne bei Mutti auf dem Schoß. Hast du mal Bock, den Vogel zu streicheln? Und dann brüllst du mal zu mir, wie der sich anfreit. Okay, dann such so lange, bis du ein Kind findest. Guck mal, ein Kind mit Bart, auch nicht schlecht. Ja, ich werde auch mal hier vorne probieren. So, ganz vorsichtig langsam hingehen. Der Vogel mag Kinder, der schafft auch kein Ganzes. Und, wie fühlt er sich an? Weich war die richtige Antwort. Gestern haben wir in Hamburg Flugschau gemacht. Da sagte der Junge, fett krass cool das Teil. Aber so kann es gehen. Sehr gut hören kann so ein Vogel, eine Maus unter dem Schnee wahrzunehmen oder unterm Laub, ist gar kein Problem für solch ein Tierchen. Ich schlage mal Folgendes vor. Manni hat ihre Sache schon mal recht gut gemacht. Für einen Jungvogel doch wirklich klasse. Also, ist richtig. Deswegen verabschieden wir ihn ruhig mit einem dicken Applaus. Das war unser Beruf. 6 Monate in freier Wildbahn wäre dieser Vogel schon ausgeflogen und voll selbstständig. Jetzt können Mutti und Vati ruhig betroffen zur Seite schauen und sich wünschen, dass ihre Jungtiere nach 18 Jahren aus dem Haus segeln. Also mein Bruder war mit 29 noch zu Hause. Da habt ihr eine grobe Vorstellung, wie lange das dauern kann.